Oh, krass. So geht's weiter. Ja, okay, mit der Waffe brauche ich hier gar nicht gucken. Also gut, schnell rein, schnell raus. Los. Achso, die gehört zu uns. Ah. Okay, nächstes Mal kann ich die lieber hauen. Ach, schade, ich wollte den wegschmeißen in der Luft. Rekrut 100 von 250. Okay, weiter in die Richtung. Jetzt kann ich allerdings doch die Schrotflinte nehmen. Oh ja. Jo, alles klar. Dankeschön. Ah, endlich wieder Sachen zum Bergen. Ein paar Credits. Ist gewaltig. Hab auf der Erde größere gesehen. Und zwar ziemlich viele. Bei der Göttin. Mal kann. Genau, darüber kann er jetzt wieder nicht gehen. Ach, das ist ja auch ein Reaper. Nicht schießen, Verbündete! Alles klar. Kommandierenden Offizier finden. Jawohl. Jawohl. Na klar. Nein, was tut er denn? Okay, da liegen Haufen Leichensäcke rum. Oh, da liegt noch was. Die Verstärkung ist nicht ein Datenpad. Lagebericht. Die Kenntnis des Terrans ist unser einziger Vorteil, aber der hält nicht ewig, wenn sie weiterhin ihre Truppen auf uns hetzen. Oh. Also ich werde die Datenpads immer nur noch überfliegen, weil das wären eindeutig zu viele. Bin ich ja nur noch am Lesen. Oh, was ist das denn? Scharfschützengewehr. Ich glaube, ich habe keinen mit, der den benutzt. Weiter. Wo ist der Kommandant hier? Hallo. Tobastic. Bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartels, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General? Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corrantes. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das kompliziert die Sache. Ein wenig. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corrantes. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Husks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, General. Ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Ich hörte sie so ein bisschen gay an. Dann bringe ich mal seinen Turm zum Laufen. Links von der Hauptbarrikade. Ach, da hinten. Na dann vorwärts! Wie viele Jäger müssen repariert werden? Alle. Rauf und dann links, auf die Hauptbarrikade. Ja, da hoch komme ich nicht. Doch, komme ich wohl. Komme ich nicht. Boah, sind die groß. Geh doch weg. Genau, erstmal runterrollen. Okay, die Husks sind für meine Schrotflinte kein Problem, hoffe ich. Husks bei dem Tor haben es überwältigt. Und es geht los.
Boah, so ein Doppel. Doppelschuss. Wie geil. Alter. Voll übermäßig. Also ein bisschen schießen ist aber auch nicht schlecht. Und woher? Da ist schon mal nichts. Aha, guck mal. Genau, hier kommen die nicht hin. Wollen die mich verarschen? Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Wir müssen hoch. Liara, versuchen Sie, den Turm zu reparieren. Ich gehe rauf und sehe es mir an. Wenn Sie verhindern könnten, dass mir Husks nachklettern, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Kein Problem. Da kommen Sie. Bereit, James? Auf jeden Fall. Machen wir Sie fertig. Bam! Da ist aber... Ich will zwei davon treffen. Moment, dann lasse ich die mal schweben am besten. Und dann den. Oh, da war der Kopf. Shepard, ich habe die Hauptsatellitenverbindung des Turms repariert. Bin auf dem Weg nach unten. Hört sich gut an. General, hören Sie mich? Der Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ich kontaktiere das Pelevan-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist und ob er überhaupt noch lebt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich was von Ihnen höre. Verstanden. Genau, während er telefoniert, gucke ich mal so ein bisschen hier rum. Ui. Ja, genau, er landet genau auf mir. Ich glaube, ich war zu schnell. Oh mein Gott! Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelevan-Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Sind unterwegs. Ich habe nur noch zwei Schuss hier drin. Vier Schuss. Ne, sechs insgesamt reicht. Oh. Was ist das denn? Bewaffnung ändern. Neu. Und zwar die... Oh, noch mehr Schaden. Feuergeschwindigkeit geringer, aber egal. Dann würde ich vorschlagen... Dann nehme ich erstmal die. Achso, je mehr Gewicht ich mit hab. Ah. Oh, 80%. Minus 70%. Okay, wären zu viele Waffen. Aber was ist denn, wenn ich die schwere... Ne, die Automatikpistole rausnehme, dafür die... Ne, lohnt sich nicht. Einzige Gerät mit vielen Schüsse. Wo war er nochmal? Ach, hier. Jetzt wollte ich mal eben eins gucken, Optionen, und zwar, wie ich die Waffe wegstecke. Tastenzuordnung. Letzte Waffe X. Formieren. Achso, C ist formieren. Gut. Merken. C ist formieren. Festes Geschütz beenden. Tab. Irgendwie ist nichts drin. Okay. Okay, formieren ist C. Na klar. Gut. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Er ist es. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Garrus? Garrus? Vakarian, ha, Sir. Wusste ich. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rührend, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Pelevan. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Pelevan verloren.
Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Pelavan-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Also ein Zufall, aber schon auch. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Wie meinen Sie das? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. War doch gut. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Kann er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte komm! Kann das nicht warten, Joker? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Ja, bitte. Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Ziel Flugfeld. Oh, WTF. Heuschrecke, sind die krank? General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus? Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. Sauber! Und wohin? Ja, wohin soll... Achso, hier. Ah, Flugfeld. Alles klar. James, sind Sie das, der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Mir ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Oh, verdammt. Super Husks. Sie haben recht. Die sehen so aus. Sind die krass drauf? Ja, wie wär's mal mit einer Granate? Oh, fuck. Können da erstmal nachladen gemütlich und dann bam. Okay, hier ist eigentlich eine gute Position. Dann soll Garrus mal dahin gehen. Ah ne, Garrus ist der andere, verdammt. Da sind sie. Oh. Wie weit die wegfliegen. Oh Mist, der kommt sogar noch näher. Singularität. Meine Güte. Das ist weggedreht, der Sack. Wo haben wir denn noch einen? Da, Marodeur. Ein Marodeur. Die nähern einfach alle anderen Rassen. Oh, der war doch nur betäubt. Keine gute Idee. Ich hole den mal aus der Deckung raus. Ist dafür noch zu stark. Jetzt aber nicht mehr. Da ist er. Och Mann, der sollte doch wegfliegen, volle Lutsche.
Und da ist er. Ich glaube, wir sind hier fertig. Fürs Erste. Komme ich eigentlich runter? Jo. Aber an sich ist hier sonst nichts mehr, sehe ich gerade. Dann mal wieder zurück. Hauptsache, ich roll mich hier mal in jeder Deckung rein. Shepard, bitte kommen. Ich höre. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir erledigt. Das wollen wir doch nicht. Ah, ich wusste, ich kann die Kanone benutzen. Boah. Krass. Anzoomen kann ich auch, sauber. Ich knipp sie einfach aus, weil es jeder mich frei auf einmal schaffe. Der Fettige. Ganze okay, Bild wackelt. Oh, heiß geworden. Kannst du mir sagen, was du hier an meiner Kanone willst? Matsch. Immer noch Rekrut, 150 mittlerweile. Nein! Und da kommen einige noch. Wie die mal hier landen? Wie so ein Metroid. Oh, jetzt geht's los. Was zum Teufel ist das denn? Achtung! WTF, Supermutant. Nein. Na toll. Lauf! Okay, erstmal die Hass wegballern hier. Nein! Okay, erstmal Medikit. Matsch! Vielleicht sollte ich mich um die kümmern und meine Kollegen machen da. Dicke Ding da fertig. Uiuiuiui. Bäm. Aber da ist doch nur Panzerung drauf, ne? Komm, ein paar Granaten wären nicht schlecht. Krass. Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ender, Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Level 30. Ja genau, fast geschafft. 50 Level gibt's. Ich bin doch gerade mal am Anfang. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Ich hoffe, dass wir Ärger kriegen. Verdammt! Sehen Sie sich Pelavin an. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater. Eine Schwester. Jetzt nicht mehr. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag.
5 am 2. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Ja. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Jetzt ist zu spät. Wo denn? Ganz genau, jetzt kommen die von allen Seiten. Matsch. Scheiße, ich hasse diese Dinger. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Doch, wir mussten die Erde verlassen. Das kotzt mich an. Aber wir sind hier, um Nektis zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einen... Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Sir, wir schaffen das schon. Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Na gut, weiter geht's. Oh! Vielleicht sollte ich nicht so schnell rennen. Aber eigentlich doch. Ich muss die Erde doch retten. Also, Commander. Glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Ja, genau. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Ja, das stimmt. Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Direkt hinter ihn! Dann mach rein! Das Lager räumen. Ja, wo sind sie denn? Ach, da hinten. Kannibale. Na, danke schön. Ich liege genau auf dem Stein, aber auch gut, dass er so gut gesprungen ist. Alles klar, weiter geht's im nächsten Part. Tschüss.